Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Rome Total War 2 mit Sparta. Wir sind relativ weit, würde ich sagen. Wir haben noch ein paar Krisenherde, aber das werden wir auch bald schon gelöst haben. So, ich muss mich wieder erstmal reinfinden. Weil ich sehr lange schon nicht mehr gespielt habe. Also bei mir ist es, sind es, glaube ich, ist es schon fast ein Monat. Also ich war, was ist das denn? Ich war im Urlaub und dann hatte ich viel Arbeit, also habe ich immer noch. Und ich streame ja jetzt jeden Montag und Donnerstag, deswegen kann ich da jetzt nicht keine Let's Plays aufnehmen, neben der Arbeit. Und ja, da fällt auf jeden Fall einiges flach. So, gut, auf jeden Fall. Da wollte ich jetzt zurückgehen. Ja, dann gehe ich mal zurück. Genau, hier oben habe ich ja alles schon erobert. Das ist sehr gut. Die sind Freunde von uns. Hier warte ich noch eine Runde. Dann haben wir sehr viele Belagerungstürme. Hier, das gefällt mir nicht ganz so. Aber da warten wir auch noch. Wobei. Ja doch. Da warten wir noch. Weil der hat ja hier dagegen keine Verstärkung, also reicht das. Ah, wir haben noch die Abtrünnigen. Noch bin ich geschützt. Jünger des von Ares. Da muss ich mal schauen. Jünger von Ares. Die haben schon einiges. Hier ist ein Römer. Genau, den kann ich töten. Ah, da kann ich ja beide Generäle töten. Das ist ja super. Gut, dann schauen wir mal, was in der nächsten Runde passiert. Die letzte Mauer. Und... Ah, aber... Der Agent bekommt was zum Ausbilden. So. Dann wollen wir mal hoffen. Also, ja, den General darfst du töten, aber, also, solche Generäle tötet er eigentlich fast nie. Also, mir ist es noch nie, vorgekommen, bei mir ist es noch. Von einem Reichtum wie dem Eure kann mein Volk nur träumen. Habt ihr nicht etwas für uns übrig? Für 66.000 will er nicht unser Klientel werden. Ah. Okay. Muss ja nicht, ne? Also. So. Also ich glaube hier, also die Abtrünnigen werden noch ein bisschen nervig. Was haben wir da? Da sind die halt blöd. Aber die da müssen wir quasi ein bisschen ausspielen. Also ich muss halt mich dann dahin stellen, wo er nicht ist. So ungefähr, also wo er mit seiner Artillerie nicht hinkommt, ist ja relativ easy. So, er kommt von da, das heißt, ich werde mich hier aufstellen, weil sonst kann er mich erschießen. Im
Na? Im Stream spiele ich gerade die Massilia. Die sind links über Rom, also an den Alpen. Und das ist schon echt anstrengender oder halt nicht so einfach, mit einer Garnison eine ganze Armee aufzuhalten, wenn man keine Pikniere hat. Das ist dann schon immer sehr lustig. Wenn man keine Pikniere hat und der Gegner kommt halt mit so einer fetten Armee und du weißt so, ja, eigentlich, wenn ich jetzt Pikniere hätte, wäre alles sowas von einfach. Nein. So. Ah, naja. Wie kommt man dagegen an? Ganz leicht. Auf jeden Fall. Ups. Auf jeden Fall hier quasi eine defensive Mauer aufbauen. Und dann von hier mit einer offensiven Mauer angreifen. Oder nicht Mauer, sondern Einheiten angreifen. So dass ich mit der Einheit hier nicht weg kann, weil sonst ja, greift die Defensive an. Steinschleuder. So. Ich glaube, er macht es auf jeden Fall jetzt auch richtig. Weil er stellt sich relativ breit auf. Also das heißt also, hier kommen welche, dann von daher kommt natürlich der Großteil. Zurück. Unser General wird angegriffen. So, jeder darf er angreifen. Das ist nicht so schlimm. Feuer einstellen. Kavallerie wäre hier natürlich auch perfekt. Dann könnte ich das da auf jeden Fall verhindern. Nee. Verschleudert eure Steine doch nicht vor. Dann gehe ich wieder vor. Ja, viel hat er bis jetzt noch nicht geschafft, was sehr angenehm ist. Okay, eine Salve kann ich machen. Okay, zurück. Sie schauen, dass ich die Schwerträger wegschaffe. Weil die sind ja schon ein bisschen eine größere. Ah, wobei. Ich dachte, die hauen mehr rein, aber offensichtlich tun sie es nicht. Aber das finde ich interessant, dass er jetzt nicht so aggressiv weitergeht. Also der geht ja gar nicht aggressiv rein. Das finde ich gerade sehr seltsam. Normalerweise machen die das.
Gut, also Steinschleuderer sind jetzt nicht so. Dachte ich. Wir sind nicht so ein Problemfall. Aber wenn sie halt die ganze Zeit schießen können, dann das mögen die Leute auch nicht. Die müssen noch ein ganz bisschen aushalten. Warte, ich tausch sie mal aus. Alter. Sind das denn für krasse Steinschleuderer? Die Steinschleuderer sind mega heftig. Mit was werfen die denn? Wieso gehen die so schnell da weg? Was sind jetzt die Steinschleuderer? Da. Krass. Ich habe keine Ahnung, was der gerade macht. Weil es sieht seltsam aus. Ich muss halt darauf achten, dass meine Steinschleuderer nicht komplett alles weghauen. Dass ich noch was gegen seinen General habe. Okay. Gut, die haben nicht so viel Damage gemacht. Ich weiß gerade nicht, was der hier will. Ich könnte den mal da töten. Weil dann habe ich hier die Gefahr nicht, dass er irgendwie von hinten kommt. Hier können die mehr treffen. Gut.
Es wäre ja gerade blöd, dass er jetzt eine Verstärkung bekommt. Aber ist völlig in Ordnung. Die überleben sehr zu viel. Die müssen auch bald fertig sein. Schon. Was ist da denn jetzt? Na dann. Da sind noch mehr Steinschleuderer. Wir versuchen die Steinschleuderer hier zu bekommen. Ah, das ist jetzt super. Das ist richtig gut. Ich weiß nicht, ob das ein Bug ist. Ich glaube schon. Glaub schon, ja. Oder, also entweder ist es ein Bug, oder, ja, es ist ein Bug. Ja. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Okay, da kommt. Ah, da sind nochmal Steinschleuderer. Okay, Steinschleuderer zurück. Wupp. Ah, die sind auch bald fertig. So. Das Lustige ist, diese kleine Schlacht, die dauert wieder viel zu lange. Das ist nur eine winzig kleine Schlacht. Aber ja, es dauert halt wie so lange wie eine, die mega wichtig und groß ist und so. Ach ja. Macht den Eine unserer Platz, Einheiten ja. Hat ihre gesamte Munition verbraucht. So, dann gehe ich mal endlich in die Offensive, würde ich, oder? Weil die da sind jetzt auch fertig dann. Fernkämpfer gehen dahin, die gehen dahin. Weil der eine kann dahin gehen.
Weil die brauchen wir eigentlich. Die brauche ich eigentlich gegen den General. Männer wanken. Der ist jetzt auch fertig. Okay, die Hopliten kommen mit. Die sind wichtiger. Die gehen jetzt mal nach da, damit der mal aufhört zu schießen. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Anblick. Ah, der hat den schon eingeholt. Ja, wunderbar. So, jetzt ist aber fertig hier. Die KI hat sich auf jeden Fall sehr merkwürdig benommen. Die Schlacht wendet sich zu unseren Gunsten. Oh, die greift nicht mal an hier. Das ist echt merkwürdig. So, jetzt schauen wir uns an, ne? ja, also die gehen mal zur Seite, die gehen mal dahin, der greift an, der greift an und der greift an. Der geht breit, dann greift hier an der Seite an. So. Super. Und du greifst auch rein. Du gehst auch ein bisschen breiter hin. So. Na dann. Und was geht bei euch um? So. Fortfahren. Ich töte den noch. Den General. Super. Ja, Pyrosieg. Ja, stimmt schon. Aber war auf jeden Fall ein bisschen langweilig. Sorry dafür. Ja, vielleicht schneide ich das raus. Wobei. Ja. Nee, also, ja. Das war ein bisschen merkwürdiger. Kopf. Entschuldigung. Wieso sollte ich die unterstützen? Sind das meine Verbündeten? Nee. Wieso sollte ich die verbinden? Unterstützen? Also die Galäter greifen unsere Verbündeten an. Also dann, ja, gehe ich auf die Seite meiner Verbündeten natürlich. Ein Sohn wird erwachsen, das ist super. Politische Intrige, Agenda erholt, bla bla bla. So. Der ist ja natürlich wo ganz woanders. Und natürlich komme ich da nicht hin. Ach, ist das nervig. Ah, Attentat, sehr schön.
Wow. Das ist ja jetzt mal nicht so gut. So. Gut, naja, also dann Kapitulation eine Runde. Ja, das halte ich noch aus, ne? Eine Runde halte ich noch aus. Unterhaltskosten. Steuersatz. Ah, hier. Das ist gut. Das ist auch super. So. Wie sieht's hier unten aus? Sehr gut. Dann spielen wir das. Und wobei, spielen wir das erst nächste Runde, oder? Sind schon 30 Minuten. Wobei, ach, komm. Spielen wir das jetzt, weil die Runde war sonst zu langweilig. Nebel, nee. Ja. Wir wollen beim trockenen Wetter angreifen. Ach, das ist die, okay. Wir können zwar von hier angreifen, aber ihr kennt es sicher, die Taktik von mir, meine ganzen Leute hier aufzustellen und dann einfach einfach komplett runterschießen. Das ist eine sehr gefährliche, sehr, sehr gefährliche Sache hier. So. Der hat einen Turm. Okay, ein Turm ist hier und fährt nach da. Die anderen sind komplett hier. Befehl verstanden. Ja, Kommandant. Befehle zu Befehl. Befehle. Nehmt eure Positionen ein. Zwar haben die bei den Türmen bessere Verteidigung. Aber. Also, aber ich will, dass die Türme hier angreifen. Und dementsprechend müssen hier die sein, die komplett heil sind. Macht Sinn, oder? So, hier kommen die Piken hin. Hier kommen die Steinschleuderer hin. Das ist ein guter General. Gut. Hier den von wegen doppelter Geschwindigkeit ist es alles easy gerade. So. Also der hat noch eine Verstärkung da hinten. Das da ist ja gerade blöd. Dass der da Plänkler hat, aber wie gesagt, ich bin ja besser geschützt. Und ich kann ja so hingehen. Und dann mit der Einheit schon mal hier angreifen.
können wir ein bisschen vorspulen. Ein ganz kleines bisschen, so dass ich noch trinken kann. Autsch. 4 Einheiten haben sie getötet, ja. Danke. Ja, da hinten haben sie noch einen getötet. Dann gehe ich mal mit denen hier hin. Und dann kann ich komplett von der Seite angreifen. So, sehr schön. Warte, ich gehe mal wieder nach ein bisschen nach vorne. Alter, ist der narisch oder was? So, wir gehen bitte auch hoch. Was? Mach mal die aus und geht mal normal rein. So. So, den Turm bekommen wir schon, das ist gut. Gegen die Kavallerie her. Alter, der macht mich platt. Hä? Los, die machen hier gar nichts da. Wir haben einen Turm eingenommen. Die wollen echt nicht kämpfen, ne? Wir haben einen Turm eingenommen. So, das ist schon mal gut. Unser General wird angegriffen. Der Kämpfer bereit. Wie ihr befehlt. Können wir noch raus? Wie ihr befehlt. Na, 5 Einheiten. Alter, was war das denn? Entschuldigung. Wir haben einen Turm eingenommen. Okay, der ist jetzt tot.
Eine goldene Pikenierseinheit des Tote. Wow. Das ist natürlich immer richtig blöd. So, also wo ist denn seine Verstärkung? Da hinten irgendwo. Ja, wow. Gehen wir jetzt hier hin. Die Plänkler sind nicht so teuer, also die Steinschleuderer. Die sind gar nicht teuer. Weil die alle. Die tue ich hier. Der greift schon an, okay. Alles klar. Das bekomme ich nicht mehr hin. Das bekomme ich nicht mehr hin. Die gehen eben außen rum. Dann sterben die halt, aber dafür sterben die anderen auch. Los, komm schon. Gut, dann hat er sogar überlebt. Sehr schön. Geh ich mal hier hoch. Wir haben einen Turm eingenommen. Sehr schön. Bekommt einen Daumen. Ich muss da ganz hoch, ne? So, dann hol ich mal die da. Wieso schießt er noch? Ah, okay. Es sah gerade so aus, als würde der noch schießen. Wir haben einen Turm eingenommen. So.
Da können wir jetzt aber schneller spielen. Weil der backt hier auch wieder rum. Was ist denn da los, ne? Alle backen rum. Wir haben einen Turm eingenommen. So. Hauptplatz ist unser. Und damit hat sich dieser Wahl. Ah, jetzt legt er sogar an. Wir haben einen Turm eingenommen. Unser Feind hat einen Siegpunkt verloren. So, jetzt hat er hier 2 Minuten Zeit, den wieder einzunehmen. Zum Glück können wir es ja vorspulen. Gut, sorry, dass es diese Runde, diese Folge nicht so spannend war. Knapper Sieg, ja. Ja. Aber Hauptsache, wir haben das gesehen, also haben einmal erfolgreich verteidigt und einmal eine Stadt eingenommen. Das ist ganz gut. Ja, also, ja. Da hatte ich eigentlich gehofft, dass er es noch überlebt, aber ich kann verstehen, dass es nicht so ist. Gut, bisschen Militär schadet nie. Wie, apropos Militär. Ja, wobei, nee, das frage ich euch nächste Runde. Danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal oder beim Stream, je nachdem. Genau. Wie gesagt, Montag und Donnerstag ab 15 Uhr. Bye, bye.